Kelly. Was, Moment. Was macht sie denn jetzt? Gibt's ja nicht. Was, hat nichts verloren. Cactus Spike. Und was macht Jenny da in der Ecke? Der kümmert sich natürlich um die Wurzelhexe. Aber Moment, Jenny. Nein. Oh. Fire Driver! 1, 2, 3! Da kommt Quincy! Nein! Also damit ist jetzt Richie sein Undermount Number One Container. Hi, my name is Psycho Queen, the new commissioner of the WWF. The title fight, Wurzelhex gegen Zanoni. Ich werde heute schauen, dass keiner sich reinmischen tut bei diesem Kampf und dass alles seine rechte Ordnung hat. Ich will das nicht und ich werde auch so versuchen, dass alles korrekt abgeht. Auch eine Entscheidung, die Psycho Queens getroffen hat. Ja, wo steht der? Das ist die Frage. Oh, Moment! Cactus Kovac hat etwas abgebaut. Gottes Willen, der... Cactus Kovac! Oh, Gottes Willen! Wahnsinn! Ein Chairshot! Oh, ein Leg Drop, you face bastard! Und sehen Sie, Cactus Kovac mit den Schuhen. 1, 2, 3, oh, das war's! Zanoni screwed me in the title match against you. Cactus did the same thing to you. So these two jackasses targets right now. Komm, wir haben ja Tag Team Match und wir müssen uns auf das konzentrieren. Yes. Ja. Our enemies, and these enemies are Richie Zanoni and the Cactus Kovac. The mighty Wurzelhexe and the immortals of Islam will win. Yeah, will keep their asses. Oh, das ist so wichtig. Oh, Cactus, man! Dropkick! Amosi! Entschuldigt er sich gleich? Aktosi! Yeah, Rhodes like say, get him. Boah, sie hätten jetzt sicherlich gerne Zanoni, denke ich, statt Cactus. Springboards! Oh, der war hart!
2. Und da ist Richie Zanoni. Wundert mich, dass er jetzt einmal eingreift. Aber jetzt hat Yusuf Islam auch die Nase voll. Jetzt dein Smash. Oh, oh, oh. Cactus? Oh, Handspring Elbow! Catch Kovac Style! Alle, gegenseitig nicht leiden! Und so gesehen ist eine Rentsche! Wunderschön! Oh nein, nein! Und... Oh, 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 oh. Etwas mit dem Belt! Eine Perspektive, die Josef wieder haut daneben. Oh. Und das war's! Und das hier war's! In den Neckbreaker! In den Neckbreaker! Ansatz. Ansatz, Moment. Russian Sickle. Russian Sickle, Ansatz. Nein. Zanoni duckt sich. Oh mein Gott, was kommt zu Richie Slam? Zanoni! Alitalia! Eins. Zwei. Was macht der hier? Oh, um Gottes Willen. Das ist eine Disqualifikation normal. Also, Moment. Das ist Richie Zanoni. Oh, das ist Cactus Kovac. Schüsse Cactus! Oh, auf den Sessel! Da ist Nico! Oh mein Gott, voraus hier nochmal! Wir wissen noch nicht, wie der Move heißt, aber... Ja, es ist ein Desperity Driver! Herrlich! Pedigree! Da ist der Wopak-Watcher! Was ist denn der Wopak-Watcher? Was? Das ist nicht der Wopak-Watcher! Das ist Cactus Kovac! You will never beat Zanoni, man.
wissen es auch, damals gab es ein Hardcore-Match. Und da gewann Yusuf Islam gegen Cactus Kobeck. Oh, herrliche Kopfschere! Oh, ein harter Knee-Strike. Oh, da ist er fast gestolpert, Yusuf Islam. Oh, stolpert genau in diesen Überwurf. Oh! Oh, das könnte ein Superplex werden. Wow. Ah, DDT. Und Cactus hat schon umgedreht, den ganzen Griff. Das ist der Cactus Spike Nummer 2. Aber wo ist der Ultralock? Wo ist der Ultralock? Ultralock verlässt einfach das Match. Da ist Zanoni. 2. Das ist Richie Zanoni. Nein, Clothesline von Richie. Moment. Sunset Flip. Herrlich. Was ist denn jetzt? Ja, haben Sie nicht gesehen? Goris. Da ist Dan Goris. Das hat... Oh, das ist Cactus Kobeck. Wo war der? Oh mein Gott, Doppelsuple ist der Commissioner abgelenkt. Ah. Sind sie rein wieder. Aber er kommt immer wieder zurück, Cactus. Oh, El Goris nimmt jetzt Cactus. Er trägt ihn raus. Vom Aussehen, er sitzt. Oh, der Teil, er sitzt. Er hat voll gesessen. Oh, 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 was ist jetzt los? Oh, hat er sich verrissen. Ja. Was? BSA? Da fällt Nico einfach zu Boden. Arrogant. Eins, zwei, drei. Und ich will jetzt schauen, dass der El Goris, ja, Champion bleibt. This is bad. Leave, you are no longer commissioner. Look at you! What happened? I leave for 6 months and the WSA takes over. I don't believe it. You have to stay together. The WWF has won. You have to beat the WSA. We no longer have a referee. I'm the commissioner and I don't have a referee. I don't believe it. Please welcome the new head WWF referee. Heihi. Yellow card, red card, I don't care what it takes.
We're gonna get the WWF belt back and we're gonna take back the WWF because this is our promotion, right? Und ich habe auch keine Angst vor dir. Die WWF wird es noch spüren. Und hier werde ich es zeigen, das nächste Mal. Bist du? Eins, zwei, drei. Und der Gürtel gehört mir. Amen. Das war's. Zu viel für Richard Zanoni heute. Was ist da los? Handbox! Ja, was ist da los? Twisted Cactus! Twisted Cactus! Eins, zwei und das war zu viel für Tom Crazy. 2-0 für Cactus. Wie ist er? Und das ist der Bulldog mit Big Splash. Zwei. Das ist offensichtlich jetzt der Sieg.
Robert L. Boris ist vor ein paar Wochen verstorben. Wir haben, ich glaube, alle noch nicht wirklich registriert, dass er nicht mehr unter uns ist. The Great Heichi returns to action, extra exklusiv. Und er trifft auf Cactus Kovacs in einer Special Challenge. European Rules. Oh, harter Vorarm. Whippen jetzt von Cactus mit Heichi. Hey, Cactus kommt nachher mit einer Clothesline. Beim Baseball tritt jetzt. Und ein Tenru Style Elbow Drop. Telemark Knee Drop. Zweite Runde. Cactus Kovacs gegen The Great Heichi. Diese Special Challenge wurde eigentlich nicht von Cactus Kovacs jetzt da ausgesprochen, sondern von Heichi selbst, der gesagt hat, ich möchte extra für dieses Taping zurückkommen. Und nein, Moment, Heichi kommt von hinten. Heichi braucht keine Pause. Da ist Heichi schon, ein Lock jetzt. Oh, ist herrlicher Jumping in Sugiri. Aber was kommt hier? Spike Pile Driver. Kann es für Heichi sein? Eins, zwei. Nein. Was kommt hier? Oh, Fireman's Carry, the Death Valley Driver. Cocky Cover, Arrogant. Eins, zwei, nein. Cactus. Moment, Ansatz der Wölk. Will er den Cactus Spike zeigen? Der Cactus Spike. Nein, Heichi. Klosan geht daneben. Cactus jetzt. Nein. Tritt geht daneben. Heichi mit dem Tritt. Stunner Ansatz. Nein. Heichi in dieselbe Position. Unten durch Klosan. Oh, oh. Stunner. Nein. Kombination. Heichi in dieselbe. Hey, Cactus. Oh, und da ist der Cactus Spike. Heichi is not moving. Cactus vom Top Rope. Bang, bang. Big Elbow Drop. Jumping Elbow Drop. Flying Elbow 1. 2-3 und Sieg für Cactus. I am now the special referee in the Hardcore match. And the drop, Vicky Ford. 1, 2 und das war's. Winner and still the Hardcore Champion, Sergei Kapustin. Moment! Moment, Cactus Kovacs attackiert Kapustin mit einem Big Boot jetzt. Big Running Boot. 1, 2, 3. Und Cactus Kovacs offensichtlich gilt hier die 24-7 Regulation. Ist jetzt der Champion. Es ist ein ganz, ganz besonderes Volume. Es ist das allerletzte VWF-Taping, das wir hier abgeschlossen, abgedreht haben. Und es ist ein absoluter Kracher. Cardinal Kohlen trifft hier auf Win. Seid dabei. Das ist das allerletzte Match in der VWF. Gut, jetzt mit Win. Win zeigt einen Schulterblock. Lipfrog drüber. Kohlen mit einem Hip Toss. Big Clothesline jetzt von Win. Der Snap-Soup. 1, 2. Fast, das war close. Win jetzt. Oh, ein harter Atomic Drop. Und ein herrlicher Superkick. Win zeigt dann, hey, ich mach Schuss. Was will Win zeigen? Win mit einem Stinger Splash. Die VWF sind Gold. Die Rams, ich sage. Double Underhook Suplex. Bei
Moment! Himmelfahrt! Und die geht aber daneben. Die geht daneben. Die Himmelfahrt. Kanal Kohlen fällt hier raus und da sind die Lumberjacks. Die Lumberjacks prügeln sich jetzt gegenseitig. Die Lumberjacks. Yusuf Islam, Cactus Kovacs, Richie Zanoni. Alle möglichen Preacher, Romeo. Cactus schenkt hier ordentlich Romeo ein. Und da ist schon Homungus mit einem Big Boot draußen. Und Yusuf Islam mit einem Staubsauger. Erfolgreicher Big Boot von Wien. Unglaublich. Windpower-Ansatz. Kommt Windpower. Sehen wir sie. Windpower. Das muss es sein. Das muss es sein. Cover 1. 2. Moment. Da wird Wien rausgezogen von Richie Zanoni. Und jetzt hauen die VWF-Leute ein. Kardinal mit einem High Cross Party nach draußen auf alle Leute. Cactus jetzt im Ring. Fängt sich einen Big Boot ein von Wien. Ich glaube, das ist eine Doppel-Disqualification. Es ist einfach nichts mehr unter Kontrolle. Yusuf Islam und der auch eher fliegt in Ric Flair-Manier runter. Auch der Preacher muss raus und auch Romeo. Bekommt hier sein Fett weg. Das Match ist vorbei. Das letzte VWF-Taping endet mit einem No-Contest. Die VWF schließt ihre Tore. Und Mr. Hanky verabschiedet sich. Und wie gesagt, all das für unseren Champion El Gores, Robert Strobel.